anfasst oder ich fasse eine Frau an, ist mein Wudu ungültig? Kann ich danach beten oder nicht? Barakallahu fikum, die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich. Manche sagen, wenn du eine Frau berührst, das bloße Berühren, dann ist dein Wudu ungültig. Und sie nehmen die Eier, dass ihr die Frauen berührt. Und das ist eine Ansicht von einigen Sahaben. Die anderen sagen, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, das geht hier nicht um das bloße Berühren, sondern das geht hier, Berühren heißt in der Ayah, heißt Geschlechtsverkehr. Aber Allah subhanahu wa ta'ala bringt uns Schamgefühl bei, indem er etwas sagt und er meint hier was anderes. Deshalb, Barakallahu fik, wenn du eine Frau berührst oder sie berührt dich, dein Wudu ist gültig. Außer, dass dies mit Lust passiert. Dann hier sagen die Gelehrten, nein. Beweis dafür, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Aisha geküsst und dann ist er zum Gebet gegangen und er hat sein Wudu nicht nachgeholt. Aber das heißt nicht, dass man dann versucht, absichtlich Frauen zu berühren. Ne?